Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um das Drama am Berliner Flughafen. Deshalb haben wir nicht unbedingt eine Woche Pause gemacht, weil wir in Berlin festgesteckt sind. Aber es gab Dinge und Themen, um die wir uns kümmern mussten. Da wird Großes passieren. Und dann, was auch ganz toll ist, von der Lufthansa ein Schreiben. Ja, sieht man das mit dem Horncircle? Sieht man das? Diesmal? Da, Horncircle. Ah. Aber das kommt erst morgen in der Ausgabe, weil morgen machen wir das Lufthansa-Update. Wir wollten es heute nicht unbedingt machen. Aber bevor ich mir weiter sabbel, bevor der Kollege auf der anderen Seite, der Hoffmeister, nichts sagt, sagt er wie immer. Das Intro. Geht los. Ja, willkommen zurück. Ihr wisst, auch nach einer Woche, wo wir nicht auf Sendung waren, es tut mir leid, ich entschuldige mich wirklich dafür, aber es ging nicht anders. Danke nochmal an alle, die mir Nachrichten geschickt haben und kondoliert haben oder wie das heißt, aber positiv, war doch so, ne? Kondolenzen? Ja. So. Aber es ist niemand gestorben, also insofern ist das auch okay gewesen. Ja, also danke dafür. Aber ihr wisst ja, wie immer, auch nach einer Woche mit uns müsst ihr trotzdem arbeiten, bevor wir uns an uns frönen könnt. Heißt also ganz, ganz wichtig, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, damit der Kollege auf der anderen Seite auch lächelt. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle dann auch diesen Beitrag liken und unten kommentieren. Dann bereiten wir für euch einen Weihnachtsmarkt vor. Hätte ich fast gesagt, nein, wir gehen zum Weihnachtsmarkt, so weit kommt noch, wir gehen einfach nur trinken, gucken, was die anderen so machen. Der Ort wird Berlin sein. Haben wir ein Datum? Es soll Ende November passieren, am 27. Stand heute. Ganz genau, also um dieses Datum rum werden wir ein Wochenende in Berlin machen. Ich werde dann wahrscheinlich gechillt aus Dubai von der Dubai Airshow zurückkommen. Aber lasst uns einfach mit Berlin anfangen und das Drama nimmt seinen Lauf. Wer am Wochenende die Presse verfolgt hat, hat gesehen, dass an deutschen Flughäfen ein großes Drama war. Mario hat berichtet, dass er im Radio gehört hat, in Hannover soll es schlimm gewesen sein. Aber die kriegsähnlichen Zustände in Berlin, die kann keiner toppen. Und wir haben ja schon eine Berliner Show gemacht und da bin ich auch für gedisst worden. So ist es. Ja, zu Unrecht. Völlig zu Unrecht. Ja, also es ist echt eine Katastrophe. Ich meine, wenn man die Bilder sieht, Mario, bring die Leute auf den neuesten Stand, bevor ich wieder anfange, hier mich in Rage und in Wut zu reden. Nein, musst du nicht. Aber es muss tatsächlich mit Beginn der Herbstferien zu wirklich sehr chaotischen Zuständen gekommen sein, wenn alleine schon die Lufthansa empfiehlt, Passagieren 4 Stunden, in Worten 4 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, um rechtzeitig den Check-in bewältigen zu können und dann auch noch durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Natürlich dauert das alles etwas länger mit den ganzen Unterlagen wegen Covid und dergleichen mehr. Man fragt sich aber immer noch, konnte das niemand voraussehen? Die Flugbuchungen sind seit dem Sommer ständig steigend und mit weiteren Lockerungen war doch klar, dass in den Herbstferien es zu einem weiteren Ansturm an die Flughäfen kommt. Also mangelhafte Planung. Berlin ist natürlich für sowas bekannt. Insofern wundert es einen nicht. Aber das ist natürlich schön die Hölle. Es ist sozusagen das innerdeutsche Flugverbot durch die Hintertür. Denn wenn ich 4 Stunden vorher am Flughafen sein muss, kann ich von Berlin aus mit dem ICE fast jede deutsche Großstadt erreichen, überzogen gesagt. Also insofern völlig, völlig daneben. Zudem auch noch wohl mega genervtes Personal, super unfreundliches Personal. Die Erfahrung hat ja Lars auch schon gemacht, gerade beim Sicherheitspersonal. Ich finde, am besten bringt es eine Überschrift in der Berliner Zeitung auf den Punkt. Reißt ihn ab. Der Flughafen muss tatsächlich logistisch eine Katastrophe sein. Lars kann ja ein bisschen drüber berichten. Der war ja schon ein paar Mal da, auch wenn es zu dem Zeitpunkt ja nur noch wahrlich überhaupt gar nicht voll war. Und er hat sich trotzdem nicht wirklich gefreut. Ganz genau, ich habe das jetzt ein bisschen eingeblendet. Ich entschuldige mich bei Mario, weil ich ihm teilweise so Twitter-Kommentare über den Kopf geworfen habe. Aber hier heißt das Schreiben von Lufthansa nochmal drin vom Kollegen Matthias aus K.
oder Usk oder sowas. Also auf jeden Fall hat er geschrieben, 4 Worten, Abflug am Flughafen sein. Hoffentlich gibt es wenigstens Clowns, die in der Wartezeit, die Zeit vertreiben. Könnt euch mal richtig lesen, weiß wie komplett hier so. Also, aber darunter ist das Schreiben von der Lufthansa, wo sie halt wirklich sagt, dass man 4 Stunden da den Spaß mitmachen muss. Und das ist halt wirklich das Problem mit den Toiletten, dass die Toiletten halt angeblich stinken. Ja. Ich selber habe es nicht, also die Erfahrung habe ich nicht gemacht, weil ich in der Lounge war, da war die Toilette sauber. Das, was ich sagen muss, ist in der Tat, je nachdem, wo der Flieger abfliegt, ist es halt wirklich ein Problem mit dem Platz. Ich bin an, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Da hast du 3 Flieger, die abgehen innerhalb von einer Stunde, aber die sitzen beide nebeneinander am Gate. Dann weigert man sich, das Terminal 2, was ja fertig ist, aufzumachen und will das erst im April machen. Nachdem der Lütke Dahldrup, das ist der ehemalige Chef, abgetreten ist und einer Dame den Platz gewandt hat. Ich habe den Namen noch gar nicht gemerkt. Haben wir den Namen auf Kette, Mario? Hast du den Namen auf der Kette? Jein. Ich habe es gelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Ja. Sie hat ja Aletta von Massenbach, genau. Die vorher bei der Fraport, glaube ich, für die Finanzen zuständig war, okay. Finanzvorstand. Genau, also insofern hat sie da viele Aufgaben, aber der Flughafen ist halt ein Problem. Wenn man jetzt natürlich sagt, das wäre ein Riesendilemma in Bezug auf die Freundlichkeit. Das Problem ist eigentlich, dass die Freundlichkeit dadurch leidet, weil einmal, klar, Berlin ist schon speziell, was sowas angeht, das wissen wir alle. Natürlich. Kommst du mit dem Taxifahrer dumm, gibt direkt Fresse, also verbal Gott sei Dank nur. Insofern ist es in meinen Augen auch der Räumlichkeit geschuldet. Ich meine, die Mitarbeiter haben es auch nicht leicht und deshalb muss man da so ein bisschen eine Lanze für die brechen, weil wer an den Geräten einen gewichst kriegt, heißt das so gewichst? Also piep, piep, ist auch egal. Da habe ich einen gewichst gekriegt. Also auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, so einen Stromschlag bekommt, unglaublich, Stromschlag bekommt oder aber auch die andere Geschichte, es regnet durch, da standen massenweise Eimer rum, dann für mich als Passagier, Aufzüge gehen nicht, Treppen gehen nicht, es ist eine Riesenkatastrophe, dann kein Platz, dann die Warteschlangen, wir haben in den Gruppen, haben wir ja teilweise Berichte gekriegt, dass selbst der Fast-Track 1,5 Stunden gedauert hat, das hat sich jetzt etwas entzerrt, aber hey Leute, da war Tegel jetzt mal unter uns Hausfrauen 1000-mal besser, weil da hast keiner 4 Stunden am Gate gewartet. Hast du mal 4 Stunden? Nein, und obwohl Tegel ja auch schon kein Ort der Gemütlichkeit und des sich wirklich willkommen heißens war. Das war ja auch so eine Betonwüste, aber das habe ich da in Tegel auch nie erlebt. Interessant finde ich ja die Stimmen von Passagieren, die hier in der Berliner Zeitung aufgefangen worden sind. Wenn schon jemand sagt, eine Schande von Berlin, lernt von Frankfurt oder München. Mal unter uns Hausfrauen. Frankfurt war zu den besten Zeiten auch eine absolute Katastrophe, was die Sicherheit angeht. Aber wenn man Frankfurt schon besser empfindet als Berlin, dann muss da tatsächlich einiges im Argen liegen. Und solche Sachen wie, ich hoffe, dass ich diesen entsetzlichen Flughafen niemals wieder nutzen muss, von einem Passagier ist sicherlich keine Werbung und kein Aushängeschild. Aber mein absolutes Highlight, und da zitiere ich auch einen Schweden, der über den Berliner Flughafen gesagt hat, eine trostlose Nachahmung eines spanischen Flughafens der 1970er Jahre. Das finde ich ist ganz großes Kino. Ich meine, klar, ein Flughafen, der schon veraltet ist, zumindest was das Design angeht, wenn man ihn aufmacht, ist wunderbar. Aber eine trostlose Nachahmung eines spanischen Flughafens der 70er ist großes Kino und trifft es, fürchte ich auch. Denn auch die Architektur, und du hast es ja angedeutet, man will den zweiten Terminal da nicht aufmachen. Man hat da überall Flaschenhälse, wo sich die Leute durchzwängen. Es ist eine Katastrophe. Es passt zwar ins Berliner Bild, es macht die Sache aber kein Deut besser. Wahrscheinlich ist das Beste, reißt es ab, lasst eine chinesische Planungsfirma ran, das Ding ist im halben Jahr hochgezogen und im Dreivierteljahr voll funktionsfähig. Ich weiß, ich übertreibe, aber ich mache es bewusst. Genau, wobei natürlich dann der Flughafen auch 5-mal so groß ist. Natürlich. Also das...
Kannst du ja keinem erzählen. Also wie gesagt, ein Großstadtflughafen. Gut, er ist in Brandenburg. Berlin hat ja keinen Flughafen mehr. Hahaha. Den Gag kann ich mir immer nicht verkneifen. Aber es ist einfach traurig, dass Deutschland als Industrienation sich gerade wirklich selber abschafft mit vielen Dingen. Wir werden das morgen auch nochmal besprechen mit dem Flughafenbus von Nürnberg nach München, der da halb leer durch die Gegend fährt, weil auch das kein Schwein nutzt. Wobei es dann, das sind halt auch andere Gründe, weil natürlich viele Leute ab Nürnberg die Tickets gekauft haben und die Lufthansa nicht kontrolliert hat, wobei da ja auch Abhilfe von der Lufthansa geschaffen werden soll und die Tickets oder die Mitfahrenden jetzt aufgezählt werden sollen, weil wenn du die Leute, die da an Bord sind, per Namen schon begrüßen kannst, dann kannst du auch den Namen aufschreiben und gucken, ob der wirklich das Ticket schon ab Nürnberg quasi angeflogen im Bus hat oder angefahren hat. Ganz, ganz wichtig in meinen Augen, da nochmal die Gründe zu sehen und da dann auch der KLM, aber da werden wir auch morgen nochmal drauf eingehen, also KLM hat da ja 5 Flüge pro Tag, 3 Amsterdam, 2 Paris, und KLM in France. Und damit ziehen sie ja Lufthansa das ab. Und wenn man halt schon den Leuten innerdeutsche Flüge vermiesen will, dann ist natürlich das Vorgehen am Berliner Flughafen par excellence dafür geschaffen. Und da muss man ganz einfach natürlich sagen, dass das richtig ist. Aber es ist halt falsch, dass man das tut, weil die Verkehre sich wirklich einfach verschieben. Wenn man 4 Stunden am Flughafen warten muss, ich weiß gar nicht, ich hatte das eben, glaube ich, eingeblendet oder sowas, da kann man halt innerdeutsch fahren. Genau hier, das ist der Beitrag von Robin Zimmermann. Okay, alles richtig gemacht heute Morgen. Mein ICE braucht in etwa genauso lang von München nach Berlin, wie das Check-in an Berlin dauert. Das ist halt einfach die Quintessenz, dass man da ganz einfach, die Leuten den Spaß am Fliegen nimmt. Wobei ehrlicherweise muss ich auch sagen, auch wenn das da jetzt nur eine Stunde dauern würde oder eine halbe Stunde, ich würde, glaube ich, nach München mit dem ICE fahren, wenn es preislich nicht teilweise so eine spaßige Bepreisung wäre. Auf jeden Fall. Aber es fliegen ja nun auch viele von Berlin zu den Hubs nach München und Frankfurt. Und wie wir das auch schon bei anderer Gelegenheit besprochen haben, viele haben halt nicht Lust, mit den schweren Koffern die erst in den Zug zu hieven, sondern möchten sie gerne am Flughafen abgeben und dann ist Ruhe. Und dabei fällt mir gerade ein, was wäre wohl für ein super Chaos passiert, wenn die Air Berlin oder eine andere große Fluggesellschaft auch noch die Langstrecke von Berlin angeboten hätte. Also dann wären ja auch mindestens so 3, 4, 5, 6 Flieger pro Tag, zu fernen, warmen Zielen weggegangen. Da hätte sich die Passagierzahl ja nochmal erheblich erhöht. Das wäre sicherlich dann nochmal das Chaos im Quadrat gewesen. Im Grunde kann man ja froh sein, dass der Flughafen im Moment noch so im Lower Level fährt. Ja, wobei dann wäre Terminal 5, also das alte DDR-Ding, aufgeblieben. Also insofern wahrscheinlich wäre das dann entzerrt und nicht, dass Air Berlin davon geflogen wäre, sondern es wäre natürlich Ryanair und die Konsorten wären von da geflogen. Insofern, ja, aber Leute, wer mich kennt, wer mir zugehört hat auf den Stammtischen, wer uns, Mario und mir, zugehört hat, wird feststellen, das Orakel hat zugeschlagen. Ich habe es immer gesagt, Leute, okay, bring die on. Ich möchte jetzt noch ganz persönlich nochmal Ronald einladen. Er weiß, wen ich meine, mir direkt Shit zu geben, wobei es konstruktiver Shit ist. Ich bin da nicht böse, dass du es tust und ich verstehe auch, aus woher du kommst, aus welcher Richtung, aber ich bin trotzdem der Meinung, so wie Galileo Galilei, der das immer wieder gesagt hat, die Erde ist rund, Berlin braucht 2 Flughäfen, man hätte Tempelhof auflassen müssen, man hätte Tegel auflassen müssen, nachdem man das beide geschlossen hat, muss man halt, gut, Gato will ich gar nicht mehr, nennen, aber also ernsthaft, Tegel hätte aufbleiben müssen, man hätte Kapazität erhöht, hätte vielleicht auch wirklich diesen Anbau da nochmal in Tegel gemacht und hätte dazu den Flughafen, der da im Brandenburgischen ist, auch aufgelassen. Damit wäre es eine super Top-Geschichte gewesen und das Thema ist durch. Aber nein, man muss halt eine Sonderlösung machen. Lustigerweise werden ja auch immer nur Volksbefragungen, oder wie heißt das in Berlin, Volksbefragungen? Ja. Also als es um den Flughafen ging, hat man den Flughafen ja quasi trotz Völkerwillen, hätte ich fast gesagt, ist er geschlossen. Jetzt gucken wir mal, wie die mit der Enteignung weitermachen, ob die das auch machen oder ob die das einfach nicht machen, weil die Leute dafür waren. Also im Prinzip haben wir das Gefühl, dass in Berlin alles mit dafür anders gemacht wird, aus Prinzip. Also es schmerzt mich einfach, weil ich einfach glaube, dass Berliner wirklich mehr verdient hätten, unabhängig davon, was sie jetzt gewählt hat. Aber als Flughafen habt ihr wirklich 2 Flughäfen verdient. Mario und ich, wir werden in Berlin nochmal aufreiten.
gucken und werden da quasi eine, sollen wir Audienzen vergeben? Ja, wir vergeben Audienzen. Aber bitte mit 4 Stunden Wartezeit, Minimum. Das ist richtig. Das können wir natürlich, wir können uns natürlich auch in der Lufthansa Senator Lounge treffen. Natürlich. Ja, und ja, also wie gesagt, bring it on, Babies. Macht einfach da jetzt Gas, sagt uns, warum wir doof sind. Im Besonderen, weil wir Berlin wieder gedisst haben. Ihr könnt das natürlich entweder persönlich machen, per WhatsApp oder halt unten in der Kommentarspalte, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, den Beitrag geliked habt, die Glocke vorher angemacht habt, weil er möchte das so, und dann kommentieren. Die 4 Sachen müsst ihr einfach tun. Wir freuen uns auf, wollen wir es Dialog nennen und Austausch, oder? Wir nennen es einfach Dialog. Ja. Dialog. Ja. Ja. Ihr Wobei ich dürft würde. eure Meinung sagen und wir sagen euch, warum ihr Unrecht Das ist habt. richtig. Es gibt ja nur 2 Meinungen. Einmal die richtige und die ist vom Hofmeister und dann die falsche, die ist von mir. Je nachdem, wie man es sieht. Aber wie war das jetzt? Genau. Jeder darf seine Meinung haben, solange sie meiner entspricht. Nein, wir diskutieren natürlich, wenn richtig, und ihr dürft natürlich auch ernsthafte Kritik üben, wenn ihr das überhaupt jetzt noch mitbekommt, nach fast wieder 20 Minuten. 16:13. Na, sage ich doch. Ja, also ich komme ja aus dem Meilen- und Punkte- und Statusrecht. Und er macht ja mehr auf, ja, was hast du denn so? Ich mache mehr auf Kloputzen. Ich weiß Sorry, ich konnte mir das gerade nicht verkneifen. es Ja, Ja, wir hatten auch natürlich. Entzug, es tut uns leid. Also wie gesagt, danke, dass ihr dabei seid. Ich glaube, wir haben das Thema mehr als erörtert. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Und ich hoffe, dass wir leider euch zeigen mussten, dass wir Recht hatten. Es hätte uns gefreut, wenn wir Unrecht gehabt hätten. Und gerade in Corona-Zeiten ist es in meinen Augen unverantwortlich, da solche Flaschenhälse zu machen. Und abgesehen davon, wenn kein Corona wäre, und das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, es ist ein Sicherheitsproblem. Leute, wenn sich jemand mit einer Bombe in die Luft sprengen möchte, ja, nicht, dass das jetzt passieren, aber aus Sicherheitslage her ist das ein Albtraum. Und das ist halt das Problem. Und ich verstehe es einfach nicht. Also in Israel würde so etwas niemals passieren. Niemals. Und allein aus dem Grund heraus, weil dann können wir auch die Sicherheitskontrolle einfach abschaffen, weil da, also, sorry, also da muss man halt ganz einfach sagen, dass das von der Lage her, von der Sicherheitslage her ein absoluter Griff ins Klo ist. Und deshalb muss da Absolut. Abhilfe geschaffen werden. Und auch aus anderen Themen. Also deshalb nicht, es hat auch einen ernsthaften Hintergrund. Nicht damit er denkt, wir machen hier nur Spökes und so weiter, sondern es ist halt wirklich auch ein ernster Hintergrund. Und ich würde mich freuen, wenn diese Themen alle abgearbeitet würden und wenn das Terminal 2, was ja fertig ist, ja, So ist es. wenn das einfach zur Entzerrung genommen werden würde. Als Gründe, ich weiß, sagt man, die Lufthansa hätte nicht genug Personal gebracht, die Lufthansa sagt, nee, man hätte nicht genug Schalter bekommen. Komischerweise weiß die Lufthansa aber auch, wie viele Passagiere kommen, der Berliner Flughafen damit ja dann auch. Augen auf beim Dienstleister. Ist halt einfach so. Und wir können uns über die Gehälter jetzt natürlich auch aufregen, aber die Sicherheitsleute kriegen richtig viel Geld. Da habe ich mich jetzt verärgert. Hast du das noch im Kopf, Mario, was das in Frankfurt war, was sie gekriegt hatten? Nee, leider nicht mehr, aber das war erstaunlich. Das War war es nicht sehr über ein, erstaunlich. war es nicht 21 Euro oder 24, also irgendwas wirklich richtig Ja. Krasses, brutto logischerweise. Und dann das andere Thema ist natürlich, die Leute, die aber wenig Geld kriegen, das sind die, die auf der Ramp Agent und so weiter sind, die also wirklich die Koffer ausladen und so weiter. Das verstehe ich, und dass die sich natürlich, als sie auf Kurzarbeit waren, nicht mehr davon leben konnten und dann auf andere Jobs umgeschult haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise was gesucht haben. Ja, ist so. Also hat alles natürlich seine Gründe, wenn man halt billig fliegt. Und das ist halt auch der Grund, warum wir so gegen Ryanair und die anderen Billigflieger schießen, weil Fliegen muss halt seinen Preis haben. Mario zitiert mich ja immer mit den Worten. Genau. Fliegen ist kein Menschenrecht, sondern ein Privileg. Ganz genau. Und da sollte man Das einfach mal ist auch drüber so. nachdenken. Ja, sollte Das man ist einfach auch drüber so. nachdenken. Also Fliegen ist die geilste Sache, die es gibt und es soll Spaß machen, aber so macht es halt keinen Spaß und ist sogar dann eigentlich gefährlicher.
zum Flughafen zu fahren und da anzustehen, als zu fliegen selber. Ja, jetzt haben wir doch wieder die 40-Minuten-Grenze geknackt. Ich danke euch erstmal jetzt nochmal als zweite Mal, aber dann hören wir wirklich auf, oder? Hören wir da wirklich auf? Ja, nicht zu viel bedanken. Ja, okay. Also wie gesagt, nochmal die letzte Erinnerung, Abonnierbefehl, Glockenbefehl, Kommentierbefehl, Likebefehl. Ne? Dann wisst ihr Bescheid und in dem Sinne, und dann sagen wir einfach mal wieder Winke, Winke. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen, Lufthansa, übrigens morgen Lufthansa Group Update. Ne? Und dann kommt der Brief auch ausgefreichten. Geil, ne? So. Super. Tschüss.